Alter, das ist ja wohl. Willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Collect Panini Euro 2020 Sticker. Die nächsten 5 Sticker-Tütchen sind am Start und ich kann euch mal kurz die Displaybox zeigen. So viele Tüten sind noch drin. Also zum Finale werden wir mit der ersten Box nicht fertig. Und nach dieser ersten Box gehe ich davon auch aus, dass nicht mehr so viele Sticker fehlen. Wir müssen ganz klar noch eine zweite Box aufreißen, keine Ahnung. Also ich werde natürlich Let's Collect beenden, auch nach der Euro. Ganz klar. Und ich denke mal, die meisten von euch werden auch noch nach der Europameisterschaft weiter sammeln, weil das Heft von vielen von euch wahrscheinlich auch noch nicht voll ist. Ich habe ja jetzt schon mehrere Hefte voll. Das ist jetzt hier mein internationales Heft, das blaue. Und ich würde sagen, wir starten rein, Jungs. Wir starten rein. Wenn ihr Bock habt, die Serie selber zu sammeln, Euro-Sticker auszupacken oder andere Fußballsticker, Fußballkarten, könnt ihr sehr gern den Link unten in der Videobeschreibung auschecken. Der führt euch nämlich zum Panini Online-Shop. Hans Hartebroch und Virgil van Dijk, Mikey. Dann haben wir Viola und Adam Lang aus Ungarn. Dann haben wir Marcelo Brozovic, das Wales-Logo, und Eric Dyer aus England. Und die Engländer, die haben ja ein sehr wichtiges Spiel vor sich. Und ich muss sagen, ich habe vor der Europameisterschaft gesagt, Italien wird Europameister. Wer steht im Finale? Italien. Für wen bin ich im Finale? Italien. Wer glaubt, dass ich gewinne? Wer glaubt, dass Italien gewinnt? Der kommentiert jetzt mit Italien. Und wer glaubt, dass England gewinnt? Der kommentiert mit England. Aber es wird sowieso noch ein Orakel-Video am Sonntag geben, ist ja klar. Das Finale wird auch orakelt mit den Panini-Stickern. Ich bin gespannt und ich denke mal, zum Finale werde ich auch ein paar mehr Sticker-Tüten aufreißen. Sonst hatte ich ja immer 6. Ich denke mal, ich werde 8 oder so machen. Anthony Lopez. Dann haben wir Finnland-Duo-Sticker. Der kommt da oben hin. Mbabu, Bastoni und Haraslin aus der Slowakei. Bastoni da oben und Mbabu kommt dahin. 4. Pack und das vorletzte Pack somit. Vlasic, Brekalo, Kimmich, Groß, Forsberg, Larsson, Julian Brandt und James Forrest. James Forrest, altes Haus. 3, 5, 6, der kommt da dazwischen. Der kommt da dahin. Dann haben wir die da und die da, die da, die da, die da. Letztes Pack. Letztes Pack. Wer genießt es eigentlich auch, jeden Tag mir beim Stickertüten aufreißen zuzusehen? Und jeden Tag, das ist gefühlt so eine andere Form von ASMR, Panini-Sticker einkleben, oder? Jetzt mal wirklich, no joke, kommentiert's mal. Chiesa, Krankwist hier hoch, jetzt habe ich alles versaut, huch. Der kommt da wieder hin. Einmal kurz umdrehen, 24, 78 und die 531, jawolski. So, dann sortieren wir mal ganz kurz hier. Doppelt, glaube ich, habe ich keinen. Kann natürlich immer passieren, ist klar. Aber ich habe jetzt keinen Sticker gesehen, wo ich gedacht habe, oh, den habe ich schon safe. Eventuell Duo-Sticker, da bin ich mir nie so wirklich sicher. Und hier waren ja auch wieder einige Duo-Sticker am Start. Deswegen schauen wir einfach mal, welche Sticker wir einkleben können und welche nicht. Ich würde mich mal freuen, wenn wir hier vorne wieder jemanden oder ne, Sticker einkleben können. Das sind ja die Logos, EM-Pokal und Co. So, Bastoni, mein Freund. Du bist die Numero Uno. Die Numero Uno und Federico Chiesa kommt da dazu. Apropos, was sagt ihr oder was habt ihr gedacht, als ihr gesehen habt, oh, es gibt Elfmeter für England? Also, ich fand die Schiedsrichterleistung bei der Europameisterschaft sehr gut. Ich fand auch die Videoschiedsrichter sehr gut. Aber das war aus meiner Sicht der erste richtig, richtig, richtig große Fehler. Aus meiner Sicht. Karaman. Bei allen anderen Dingen hätte man sich noch sagen können, ja, in Ordnung, so, ne? Aber dieser Elfmeter war wirklich nichts gegen die Engländer. Klar, die Engländer stehen da verdient auch, sage ich mal, ne? Aber es war schon, weil es wäre, das Spiel wäre dann sicherlich ins Elfmeterschießen gegangen. Und Elfmeterschießen ist halt immer glücklich. Da hätte Dänemark gewinnen können, da hätte England gewinnen können. Dass das Ganze dann durch so einen Elfmeter in der Verlängerung entschieden wird, ist halt, ja, bitter. Und es war halt kein normaler Elfmeter aus meiner Sicht. Und dann auch noch dazu, dass die englischen Fans Kasper Schmeichel mit einem Laserpointer in die Augen leuchten. Und er hatte ja den Elfmeter sogar gehalten, aber der Abpraller war halt drin. Also ist alles so, man denkt, ey, das kann gar nicht so sein, das kann gar nicht so geschehen sein. Doch, der Elfmeter war ein Witz.
Dann wird Kasper Schmeichel mit einem Laserpointer beleuchtet. Dann hält Kasper Schmeichel den Elfmeter, aber der Abpraller ist drin. Da denkt man sich, WTF, Zufälle gibt's. Oder? Adam Zuber, moin. Also bis jetzt läuft's rund, ja. Bis jetzt läuft's rund. Der nächste Russe, Juri Gatzinski. Ja, guck mal, Jungs, ne? So viele fehlen ja jetzt nicht mehr. Wenn wir jeden Tag weiter 5 öffnen, ganz locker flockig, wir müssen es ja nicht übertreiben. Wir müssen das Heft ja nicht voll bekommen vor dem Finale. Da sehe ich das ganz, ganz entspannt. Und dann ist eigentlich die Frage, welche Serie kommt als nächstes? Welche Serie sammeln wir als nächstes? Welche Serie packen wir als nächstes aus? Also es wird sicherlich weiterhin Euro-Videos geben, weil es ist einfach die neueste Serie. Die Euro-Sticker und die Euro-Karten, das ist halt einfach die neueste Serie, die so am Start ist. Deswegen wird es sie weiterhin geben auf meinem Kanal. Aber ich denke mal, als nächstes wird dann die FIFA 365 kommen und oder die Match-Attacks-Serie. Und auf Match-Attacks freue ich mich megamäßig. Match-Attacks geht dann wieder richtig ab, schön mit Bundesliga-Orakels freue ich mich schon wieder drauf. Und Ukraine ist auch ein Witz, oder? Das ist gerade mal der 5. Sticker, der jetzt hier reinkommt. Und irgendwie tue ich mich heute schwer mit dem Sticker abreißen. So, Zubkov. Zubkov, Kollege. Komm rein da. Zack. So, dann haben wir die 342 und das ist Marcelo Brozovic für die kroatische Nationalmannschaft. Bam. Dann haben wir Kroatien als Duo-Sticker. Das ist Vlasic und Brekalo. Und von den Kroaten habe ich da noch gar keine. Das heißt, es ist der erste Sticker, der hier in diese Line-Up-Mini-Sticker kommt, sage ich mal. So, und jetzt England. In England bin ich gespannt, weil England, guck mal, England ist schon. Und wir haben Kai Walker und Eric Dier. Ich sag euch, England wird als erstes vollständig. Normalerweise sagt man ja immer, ey, die Mannschaft, die als erstes so ganz, ganz voll ist, wird niemals zu 100% als erstes vollständig sein, weil irgendwann kommt denn ein Sticker. Habe ich irgendwas falsch erzählt? Da ist Eric Dier. So, und Eric Dier. Das heißt, es fehlt nur noch das Logo, es fehlt Pickford, es fehlt Pope, das heißt, die Torhüter fehlen. Und die Angreifer. Okay, und Declan Rice. Also Calvert-Lewin, Jadon Sancho-Pancho und, ja, Raheem Sterling. Ich habe so ein lustiges TikTok-Video gesehen. Übrigens, auf TikTok heiße ich Packs United, ganz normal. Könnt ihr auch sehr gerne auschecken, falls ihr mich da noch nicht abonniert habt auf TikTok. TikTok ist Ehre. TikTok ist Ehre. Da habe ich ein richtig witziges Video gesehen. Ich glaube, das war FIFA oder PES. Ich glaube, das war PES. Weil bei PES kann man Schwalben machen. Und bei FIFA nicht. Da ist einfach jemand mit Raheem Sterling allein aufs Tor zugerannt. Kein Verteidiger in der Nähe. Und hat sich dann einfach im 16er fallen lassen. Und der Schiedsrichter war verkleidet wie so ein... mit so einem Blindenstock und so. Also es war zu witzig. Ich weiß gar nicht, wie man das machen kann mit irgendwelchen Bots und keine Ahnung. Es war auf jeden Fall zu witzig. Das hat auch irgendwie zig Millionen Aufrufe gehabt, dieses Video. Also auf diese Idee muss man erstmal kommen. Aber top umgesetzt. Top umgesetzt, muss man an dieser Stelle mal sagen. Ich kann es jetzt hier so beschreiben, aber ihr müsst es einfach sehen. Also wenn ihr TikTok habt, das ist eigentlich so viral, das Ding. Vielleicht wissen einige, wovon ich gerade spreche, vielleicht haben es auch einige gesehen. Und falls ihr es nicht gesehen habt, ja, dann habt ihr eigentlich auch nichts Großes verpasst. Aber ne, wenn ihr es gesehen habt, dann wisst ihr ganz genau, von wo ich gerade oder worüber ich gerade gesprochen habe. Zack, Frankreich-Logo. Dann haben wir die nächsten Duo-Sticker. Das ist Joshua Kimmich von der deutschen Nationalmannschaft. Und wir haben ja auch einen Porträt-Sticker von der DFB-Elf dabei gehabt. Hier Toni Kroos, der letzte Sticker von ihm. Der letzte Panini-Sticker im deutschen Trikot, so kann man es sagen. Das ist Julian Brandt, der auf die rechte Seite hier hinkommt. Und die rechte Seite ist auch schon richtig gut dabei. Nur noch Goretzka, Gündogan, Kimmich fehlen hier. Und auf der linken Seite Leno, Klostermann, Kehrer, Rüdiger, Koch, Ginter und das Logo. 612, das ist Lovrensix. Und Lovrensix ist noch nicht am Start und somit kommt er hier rein. Und das ist fein. Und Attila Fiola. Attila, Junge. Attila. Moin. Und daneben ist es Adam Lang. Zack. So, 636. Das ist Anthony Lopez und das ist der letzte Sticker. Der letzte Sticker fällt mir gerade mal hier auf. Leute, das ist der letzte Sticker. Es ging schon wieder sehr, sehr, sehr schnell. Zack. Alle Sticker eingeklebt. 25 Sticker, 5 Tüten ausgepackt, 25 Sticker ausgepackt, 25 Sticker eingeklebt. Was soll's, was kann es Besseres geben? Ich denke, nix. Lasst gerne ein Like, lasst ein Abo da. Ich bin raus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und Tschüssikowski.